Herzlich willkommen zu einer kurzen Demo der E-Mail-Adress-Löschfunktion des Factory 42 Marketing Cloud Toolkit. Mein Name ist Carsten Heibach. Ich bin Lösungsarchitekt bei der Factory 42 für die Salesforce Marketing Cloud und freue mich, Ihnen diese kurze Demo geben zu dürfen. Die Datenschutzgrundverordnung gesteht einer Person das Recht zu, alle Daten einzusehen, die ein Unternehmen über sie oder ihn gespeichert hat. Und jeder kann verlangen, dass diese Daten unwiederbringlich und vollständig gelöscht werden. Um das sicherzustellen, stellt Salesforce in der Marketing Cloud das Contact Deletion Framework zur Verfügung. Hier bietet sich die Möglichkeit, ein oder auch viele Kontakte aus dem System restlos zu entfernen. Selbstverständlich werden auch Systemdaten wie zum Beispiel die E-Mail-Tracking-Daten gelöscht. Gelöscht werden alle Daten, die über den Subscriber Key bzw. den Contact Key mit dem Datenmodell verbunden sind. Das heißt, alle Sendable Data Extensions werden durchsucht und die Einträge gelöscht. Das beinhaltet demnach nicht die Non-Sendable Data Extensions, da diese eben nicht im Datenmodell hängen und somit außen vor sind. Die Löschfunktion in unserem Marketing Cloud Toolkit setzt genau an dieser Stelle an, sodass auch hier kein Problem entstehen kann. Wie das funktioniert, möchte ich jetzt kurz demonstrieren. Ich logge mich zunächst ins System ein mit meinem Account. Oben links befindet sich dann wieder der Logout-Button, wo man sich aus dem System ausloggen kann. In der Mitte ein Link zu genau dieser Startseite wieder, der Admin-Bereich und ein Log-Bereich, in dem ich verfolgen kann, was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Wir schauen uns zunächst den Admin-Bereich genauer an. Hier habe ich die Möglichkeit, Business Units zu hinterlegen, in denen ich nach E-Mail-Adressen suchen möchte. Eine Business Unit habe ich hier bereits angelegt. Wichtig ist, dass jede Business Unit einzeln hier hinterlegt werden muss. Das heißt, auf jede Business Unit wird einzeln per API zugegriffen und ich muss entsprechend die Login Credentials hinterlegen. Um an die Login Credentials zu kommen, also die Client ID und das Client Secret, wechsle ich zunächst in meine entsprechende Business Unit und ich befinde mich jetzt hier im Bereich Administration, Account, Installed Packages. Hier ist im Moment noch kein Package angelegt. Ich klicke deswegen auf New und füge den entsprechenden Namen zunächst ein. Einmal auf Save klicken. Jetzt habe ich generell ein Package hinzugefügt, zu dem ich jetzt aber auch noch die Komponenten hinzufügen muss und die Rechte vergeben. Dafür klicke ich auf Add Component. Es handelt sich um eine API-Integration. Ich klicke einmal auf Next. Hier oben müssen wir keine Änderungen vornehmen. Ich scrolle einmal nach unten. Wir brauchen hier nicht so viel Rechte für das Marketing Cloud Toolkit. Einmal bei den Data Extensions im Bereich Data die Read-Funktion als auch die Write-Funktion aktivieren und im Bereich Provisioning bei Organizations die Read-Funktion aktivieren. Danach kann ich auf Speichern klicken. Wir sehen jetzt bei den Komponenten hier unten wurden die entsprechenden Daten angelegt. Ich kann hier unten auch nochmal die Rechte überprüfen und kann mir jetzt die Client ID und das Client Secret in das Marketing Cloud Toolkit kopieren. Ich klicke einmal auf Connect und habe jetzt eine zweite Business Unit hier im Admin-Bereich angelegt. Mit Go Back kommen wir wieder zur Startseite. Um jetzt E-Mail-Adressen löschen zu können, muss ich den Wizard starten. Das mache ich mit dem weißen Button Start Wizard. Zunächst wähle ich aus welcher Business Unit ich Daten löschen möchte.
Ich habe hier die Möglichkeit, alle auszuwählen oder auch nur einzelne. Ich wähle in dem Fall mal Select All. Dieser Button switcht jetzt um zu Unselect All. Ich könnte hier also alle wieder abwählen oder jeweils einzelne abwählen oder anwählen. Ich klicke auf Next. Als nächstes werde ich aufgefordert, die E-Mail-Adresse oder die E-Mail-Adressen einzugeben, nach denen ich suchen möchte. Ich kann die durch Komma, Semikolon, einfach Enter oder durch ein Leerzeichen voneinander trennen. Ich gebe also zunächst hier eine E-Mail-Adresse an, drücke einmal auf die Leertaste. Die E-Mail-Adresse ist jetzt hier hinterlegt und ich könnte noch eine weitere angeben. In dem Fall genügt mir die eine. Ich klicke auf Next und wähle jetzt nochmal pro Business Unit aus, in welchen Data Extension ich suchen möchte. Also wenn ich hier in dieser ersten Business Unit bin, kann ich auch hier Select All wählen oder ich gehe auf die Sendable oder Non-Sendable Data Extensions, um mir hier die entsprechenden Data Extensions auszuwählen. Oder in den Sendable. Hier habe ich verschiedene Data Extensions zur Verfügung. Ich klicke jetzt einfach mal auf Select All und mache das gleiche auch in meiner anderen Business Unit. Mit Search wird dann die eigentliche Suche ausgeführt. Das heißt, jetzt wird im Hintergrund in den beiden Business Units nach der E-Mail-Adresse gesucht, die ich gerade eingegeben habe. Die E-Mail-Adresse wurde gefunden in beiden Business Units. Ich klicke hier einfach mal rein. Man sieht hier, hier wurden in verschiedenen Data Extensions der entsprechende Eintrag gefunden mit meiner E-Mail-Adresse. Wichtig ist, es sind Textfelder als auch E-Mail-Adressfelder, die hier durchsucht werden. Das heißt, auch wenn die E-Mail-Adresse nicht in einem Feld vom Typ E-Mail-Adresse steht, wird trotzdem danach gesucht und sie wird trotzdem gefunden. Wir sehen hier oben die Felder in dieser Data Extension. Das heißt, ich kann hier die ganze Zeile sehen, die zu diesem Kontakt gehört. Genauso in der anderen Business Unit. Auch hier habe ich sie entsprechend gefunden. Ich kann jetzt über Select All auswählen, dass sie in all diesen Data Extensions gelöscht werden soll. Ich klicke einmal auf Next und werde jetzt nochmal aufgefordert, die Löschung zu bestätigen. Was wir hier noch sehen, ist, dass es Data Extensions ohne Primary Key gibt. Also in dem Fall diese in dem MV Playground 0 und dem MV Playground 2. Hier gibt es dieselbe Data Extension und die hat keinen Primary Key. Das heißt, in dieser Data Extension kann ich keine einzelnen Zeilen löschen, weil der Primary Key fehlt. Ich bekomme jetzt die Option angeboten, diese Data Extensions komplett zu leeren. Das heißt, es würde nicht nur diese eine Zeile verschwinden, sondern alle Zeilen. Das muss man sich natürlich gut überlegen, ob man das möchte. In dem Fall lasse ich das mal ausgeschaltet. Das heißt, die E-Mail-Adresse wird nach wie vor in diesen Data Extensions vorhanden sein und ich kann mir danach in Ruhe anschauen, ob ich diese Data Extensions leeren möchte. Ich klicke jetzt einmal auf Confirm. Damit wird dann die Löschung durchgeführt und ich bekomme ein Logfile, in dem entsprechend hinterlegt ist, zu welcher Zeit welcher Nutzer in welcher Business Unit welche E-Mail-Adresse gelöscht hat. Und bei der Deleted E-Mail-Adresse kann man sehen, es handelt sich hier nur um den MD5-Hash. Das heißt, die E-Mail-Adresse ist nicht mehr hinterlegt, sondern nur noch der MD5-Hash, von dem man nicht zurückrechnen kann auf die E-Mail-Adresse. Meldet sich aber ein Kunde und fragt nach, wann seine E-Mail-Adresse gelöscht wird, übergibt er einem die E-Mail-Adresse zur Überprüfung. Man kann wieder den MD5-Hash der E-Mail-Adresse erzeugen und dann in den Logfiles nachvollziehen, ob dieser Kontakt wirklich gelöscht wurde oder nicht. Ich habe dann die Möglichkeit, einen Recheck durchzuführen, einfach um nochmal zu prüfen, ob die E-Mail auch überall gelöscht wurde.
Es wird also erneut gesucht in beiden Extensions bzw. in beiden Business Units, ob diese E-Mail-Adresse irgendwo vorhanden ist. Das ist sie. Sie befindet sich noch in den beiden Data Extensions ohne Primary Key. Ich habe diese Data Extensions auch so benannt, a Data Extension without Primary Key, um das klar zu machen. Das heißt, in diesen beiden Business Units ist die E-Mail-Adresse nach wie vor vorhanden. Hier habe ich nur die Möglichkeit, die ganze Data Extension zu leeren. Ansonsten habe ich keine Möglichkeit, das Feld zu löschen, aber in der Data Extension stehen natürlich noch mehr Felder drin, beziehungsweise noch mehr Zeilen von anderen Kunden. Eine Möglichkeit wäre hier, die Data Extension zunächst zu exportieren, dann in dem Export die Zeile zu löschen und dann die Data Extension neu zu befüllen, das heißt mit einem Import das durchzuführen. Das ist aber nichts, was hier in dem Tool gemacht werden kann, das muss man manuell im Hintergrund machen. Um jetzt aus dem Wizard herauszukommen, kann ich einfach wieder auf Main klicken und könnte den Wizard neu starten. Wir schauen jetzt mal in die Logfiles. Hier kann ich aus beiden Business Units, die ich in meinem System angelegt habe, sehen, was hier in der Vergangenheit gespeichert wurde. Das heißt, das sind die Einträge, die ich jetzt gerade durchgeführt habe. Und auch die Recheck-Information ist vorhanden. Und da habe ich die Information, dass er noch in diesen Data Extensions drin ist. Diese Logs liegen nicht bei uns im Marketing Cloud Toolkit, sondern liegen in der Marketing Cloud selber. Ich wechsle mal in die Marketing Cloud rüber, in den Bereich Data Extensions. Hier legt das System automatisch einen Ordner Logs an und darunter wird die Data Extension Log for Delete E-Mails angelegt. Wenn ich hier reingehe, können wir sehen, wir haben hier eine ID, der User, Timestamp, E-Mail-Adresse, MD5-Hash und das Result Recheck. Wenn ich in die Records gehe, dann sehe ich genau diesen Eintrag, den ich gerade in dem Toolkit angelegt habe, beziehungsweise den das System angelegt hat. Und das heißt, diese Logs sind völlig unabhängig vom Marketing Cloud Toolkit, sondern werden in der Marketing Cloud selber in einer Data Extension angelegt, aber natürlich nur mit MD5-Hash. Das heißt, man ist der Aufgabe, die E-Mail-Adresse zu löschen, nachgekommen und hat trotzdem in den Logs die Möglichkeit nachzuvollziehen, wann eine bestimmte E-Mail-Adresse gelöscht worden ist. Das war's schon. Das war ein kurzer Einblick in die Löschfunktion des Marketing Cloud Toolkit der Factory 42 von Kontakten auf Basis der E-Mail-Adresse aus Non-Sendable Data Extensions in der Salesforce Marketing Cloud. Ich hoffe, dass Ihnen unser kostenloses Tool hilfreich sein wird und freue mich über viele Anmeldungen.